Hallo und herzlich willkommen bei Premiere. 100 Jahre Kalkofe und 100 Jahre Mattscheibe. Das sind 200 Jahre Top-Unterhaltung mit unserem scharfzüngigen TV-Terminator Oliver Kalkofe im Premium-Programm von Premiere. Premiere. Aus Anlass seiner 100. Sendung auf Premiere zeigen wir heute Highlights aus den bisher ungesendeten letzten 40 Jahren seines Schaffens. Freuen Sie sich auf humorvolle Minuten voller Humor mit dem deutschen Fernsehkritiker Papst Gott, unverschüsselt bei uns hier auf Ihrem Top-Unterhaltungs-Premium-Sender, hier auf uns bei... Die ARD schließt ihre Regionalstudios und eröffnet eine gebührenpflichtige Imbisskette. Das ZDF wird umgewandelt zum ersten Pay-TV-Kanal für Senioren. RTL sendet sein komplettes Programm mit holländischen Untertiteln. Auf Freddy Kogel wird geschossen und 2000 Sat.1-Mitarbeiter werden wegen dringenden Tatverdachts festgenommen. All das mag uns die Zukunft bringen. Heute allerdings feiern wir zusammen die Vergangenheit mit einem Streifzug durch die letzten 100 Jahre von den 50ern bis vorgestern. Bitte rechnen Sie nicht nach, sondern gratulieren Sie mir lieber mit mir zusammen zu 100 Jahren Mattscheibe. Herzlichen Glückwunsch, mir selber. Danke. Verjüngungstonne, in Holland erfunden, sieht aus wie ein mittelalterliches Folterinstrument und erweist sich als wahrhaft umwälzende Erfindung. Damen mit Doppelkinn brauchen sich nur 40 Stündchen durchdrehen zu lassen und kein Mann wird jemals mehr sagen, sie ist zu fett für mich. Höchstens, sie ist zu doof für mich. Mein Name ist Oliver Kalkofe. Willkommen bei Foxplosiv, der tönenden Wochenschau des deutschen Fernsehprogramms. So geht man also in den Niederlanden mit Frauen um, die ihr Leben nicht mehr ausschließlich als Heimchen am Herd verbringen möchten. Wenn sie rollig werden, tritt man sie in die Tonne und dreht sie durch, bis sie wieder spuren. Schockierend, aber gar nicht mal so dumm. Guten Abend. Rot scheint für uns der Mond. Dort, wo die Liebe wohnt. Waikiki, Märchenland, blaues Meer, Palmenstrand. Waikiki, vergesse ich nie. Da fragt man sich doch,
Welcher kranke Verstand hat nur das Fernsehgerät ausgebrütet? Bisher gab es den Rundfunkempfänger, da musste man all diese Flöten zum Glück noch nicht sehen. Dann kamen die Lichtspieltheater, da konnte man wenigstens draußen bleiben. Aber jetzt können die ja einem sogar bis in die Wohnstube kriechen. Und wenn es ganz schlimm kommt, sogar noch doppelt, wie der Schweizer Käsetenor Fico Tortelloni hier. Ein Glück, dass es wenigstens nur ein Programm gibt. Aber ich glaube, solange wir die Bevölkerung nicht vollkommen verdummen, wird sich diese Fernseherfindung ohnehin niemals durchsetzen. Hier die Eier. Wiedersehen, Frau Schmidt. Dankeschön. Wiedersehen. Wiedersehen. Ach du meine Güte. So transportiert man Eier. Guten Tag. Ja, das stimmt, Frau Schmidt. Wer keine Eier in der Hose hat, der transportiert sie in der Flasche. Und das Gehirn in der Aktentasche. Ei, 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 verblöden. Guten Tag. Der Doktor sagt, dass wir zu wenig wandern und dass kein Mensch spazieren gehen mag wie de Bumm. Wahrscheinlich spricht der Doktor bloß von anderen, denn ich als Hausfrau latsch den ganzen Tag. Morgens früh schon um 7:30 hab ich Brötchen aufgebracht, danach steht der Gang zur Küche mir bevor. Dann nehm ich die Zeitung ab und dann laufe ich im Trab mit den Kaffeetassen durch den Korridor. Ach, Herr Jemine, jetzt ist die dumme Kuh schon wieder hingefallen und ich kann alles aufkehren. Und wissen Sie, wer daran schuld ist? Nur diese verdammte Emanzipation. Anstatt dass sich das undankbare Weibstück freut, dass sie überhaupt noch einen Mann abgekriegt hat, dem sie das Essen kochen darf, da wetzt sie wie ein Wiesel durch die Flure und nörgelt. Dabei haben wir doch eine Durchreiche. Und dann wundert sie sich, wenn sie auf die Fresse fällt. Laufen und singen, zwei Tätigkeiten gleichzeitig. Das ist einfach noch zu viel für eine Frau. Mein lieber Herr Gesangsverein, hoffentlich fangen die nie an, auch noch Auto zu fahren. Radio und wackelt süß mit dem Oho. Ich bin der Mann, der Striptease-Susi. Langsam geht sie in die Knie, ich richt mich auf, so wach wie nie. Ich bin der Mann, der Striptease-Susi. Meine Damen und Herren, wenn man am heutigen Silvesterabend das vergangene Jahr 1961 noch einmal Revue passieren lässt, dann drängt sich einem doch eine Frage auf. Wenn schon unsere Landsleute in der sowjetischen Besatzungszone beginnen, eine Schutzmauer durch Berlin zu ziehen, warum lassen sie dann ausgerechnet die größten Knalltüten auf unserer Seite? Nicht, dass ich was hätte gegen Ralf Appendix und seine Kleiderabwurf-Else, aber solche Äumel haben wir doch eigentlich schon genug, oder? Nun ja, zum Glück gibt es ja jetzt diese neue Anti-Baby-Pille. Damit kann man solche Peinlichkeiten in Zukunft vielleicht schon vorher verhindern. Jetzt zeigen wir den ersten Preis der Sendung. Das ist natürlich unser zwei, vielleicht können wir ein bisschen Platz machen rüber, unser 2-millionstes Fernsehgerät aus Raffena. Meine Damen und Herren, ich bin überzeugt, Raffena hätte schon das 3-millionste geliefert. Aber naja, wir hatten zu viele Ausfälle auf dem Weg vom Bahnhof Radeberg bis zum Werk. Darunter haben wir den 2. Preis stehen, ebenfalls ein Jubiläumsgeschenk. Der 1-millionste Kühlschrank des VEW DKK Scharfenstein. Das ist der 2. Preis. Und der 3. bis 5. Preis sind je ein großer Karton mit Radeberger Exportbier. Leider ein bisschen lauwarm. Aber Sie haben es ja selbst gesehen, wir haben in unserer Republik nun einmal mehr Fernsehgeräte als Kühlschränke. Der 6. bis 8. Preis, liebe Genossen Zuschauer, ist dann jeweils ein original volkseigener Flaschenöffner aus Raffena.
Wir hätten gern mehr davon verlost, aber die Treppe hier hoch zum Sendestudio ist sehr marode und unser Genosse Praktikant von der Staatssicherheit ist dort gestrauchelt, wobei ihm zwei der Kronkorkenentferner in die Kanalisation gefallen sind. Wir hoffen, dass bis zu einer unserer nächsten Sendungen wieder ein paar neue Exemplare das Werk verlassen haben werden, falls man bis dahin den Autoschlüssel für den Transportrabanten wiedergefunden haben sollte. Der 9. bis 10. Preis deswegen heute Abend eine Familienrolle Original Radeberger Toilettenpapier, einlagig 30 Blatt. Da kommt man schon wieder ganz gut einen Monat mit hin, wenn man das rumreicht und zwischendurch mal aufbügelt. Wir drücken Ihnen jedenfalls die Daumen. Gute Freunde kann niemand trennen. Gute Freunde sind nie allein, weil sie eines im Leben können, füreinander da zu sein. Lasst uns nicht lange reden, wir tun, was uns gefällt. Einmal 5 Mark für jeden. Das ist doch nicht die Welt. Lieber Gott, wie tief ist der deutsche Fußball nur gesunken? Da sitzt dieser komische Krökelkicker Franz Ganz den ganzen Tag in der Butze rum wie eine Kuh im Trainingsanzug und krakeelt blöde Bettellieder für die Fernsehlotterie. Ja, sollen der und seine stoffeligen Stubenhocker mal lieber ihren Hintern hochschwingen und trainieren gehen, damit wir in 4 Jahren nicht wieder die WM verlieren? Ich glaube, ich nehme 5 Mark und hol mir auch ein Los. Und wenn ich gewinne, kaufe ich uns ein paar anständige Spieler. Denn diesen Luschenbauer wird man demnächst garantiert in kein Stadion mehr lassen. Höchstens noch als Würstchenverkäufer bei Bayern München. Garniert wird dieser Stern mit einer reifen Olive, das heißt mit einer schwarzen Olive und mit 2 Ecken von Tomate. Und damit wäre unsere kleine Tanzparty-Erfrischung fertig, aber meine Damen und Herren, eine kleine Bitte habe ich noch. Vermeiden Sie bei diesen Häppchen Zwiebeln. Das ist nicht sehr nett beim Tanzen. Und vor allen Dingen auch den Knoblauch. Knoblauch ist zwar das Geheimnis, um alt zu werden, aber niemand kann es bei sich behalten. Wenn Sie darauf verzichten, Sie werden mehr Freude später beim Tanzen haben. In der nächsten Woche werden wir auf diese Zutaten dann aber wieder zurückkommen, wenn es heißt Häppchen für Familienfeste oder auch wie werde ich die verfressene Bagage nur endlich wieder los. Wir servieren dann unter anderem herzhafte Knoblauch-Schaumwein-Cocktails, schlimme Augenwurst-Canapés und eine pikante Zwiebel-Bohnensuppe, die für den nötigen Antrieb bei der Verabschiedung sorgt und zudem noch den Kauf eines für den Partyspaß obligatorischen, aber dennoch teuren Pupskissens erspart. Jetzt aber viel Vergnügen bei Ihrer flotten Tanzparty. Versuchen Sie einfach, möglichst alles bei sich zu behalten und denken Sie daran, je weniger Sie den Mund überhaupt aufmachen, desto erfreulicher für Sie und vor allem für die anderen. Man weiß ja nie, was rauskommt. Das kannst du mir nicht verbieten, dich zu lieben alle Zeit, ganz genauso wie heute. Das kannst du mir nicht verbieten, no, my darling, tut mir leid. Oh doch, sowas wie das blonde Glubschauge Bernd Spier sollte man schon verbieten. Oder ihm wenigstens mal wieder die Birne festschrauben. Nicht, dass ihm seine Rübe noch beim Mittagessen in die Suppe fällt. Obwohl, vielleicht trainiert er ja auch nur für die Olympiade in Tokio. Da hätten wir dann ganz gute Chancen. Denn mit Bruder Kippschädel können diese komischen Beatles-Jauler aus England mit ihren filzigen Champignon-Frisuren bestimmt nicht mithalten. Wir Deutschen haben nämlich Köpfchen. Kunst als Ausdruck des Zeitgeistes. Die Ausstellung Documenta in Kassel forderte zu Rückschlüssen heraus über den Geisteszustand unserer Epoche. Die Zuschauer scheinen sich oft zu fragen, ist dies eine Kunst von Irren oder für Irre? Oder ist nicht zumindest diese Art Kunst
irre. Oder aber sagen Sie mir, wenn ich mich irre, ist einfach dieser spießige Postschalterbeamte irre. Weiter gefragt, was haben sich die Macher bei der Präsentation dieser hageren Herrenkarikatur eigentlich gedacht? Der Mann als Kunstobjekt, gehüllt in geschmacklos geknitterte Kunstfaser mit Eierabschreckvisage, Kastenbrille und ausgedünntem Schmierhabesatz, lädt den Betrachter wohl eher zum Schmunzeln oder Schluckauf ein, denn zum interessierten Hinschauen. Der Mann als Lachobjekt wohl eher, vielleicht noch als Sexobjekt, jedoch höchstens für triebige Dackel, die in der Eile kein Tischbein finden konnten. Guten Abend. Merci, merci, merci für die Stunden, Chérie, 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 unsere... Merci, Chérie und Arrivederci. Juhu, alle eine. Ich hoffe, den sind wir endgültig los. Udo Würgens hieß die Jammerlatte und bedankte sich wahrscheinlich dafür, dass er hier auf der Kegelbahn endlich eine Anstellung gefunden hat. Denn wenn der mit dieser Sülze beim Grand Prix erstmal durchgefallen ist, kriegt er ja nicht mal mehr einen Job als singende Pumpenrinne. So, jetzt singst du uns ein Mittel. Okay. Alle können wir nicht singen, aber die Sendezeit war. Meine Damen und Herren, hübsche Melodien. Bekannte Lieder, große Erfolge von Bulli Bulla. Bulli, komm. Es war einmal ein Räuber, der lebte tief im Wald. Er küsste alle Mädchen, jung und alt. Er stahl nicht nur die Herzen, er raubte auch das Geld. Es ärgert sich ein jeder auf der Welt. Selbst die uralte Hexe fürchtete sich vor ihm. Und auch Hänsel und Gretel hatten Angst vor ihm. Und das war ja das Ende der Geschichte. Der Räuber wurde alt. Und hat den Bulli-Bullern weggeknallt. Ja, ungestraft macht sich niemand über uns Räuber lustig. Nicht einmal dieser Bulli-Blödhahn. Der hat's auch gerade nötig. Wir mopsen vielleicht Gold- und Kaffeemühlen, aber den hier hat man doch eindeutig das Gehirn geklaut. Die Welt steht Kopf, in Vietnam tobt der Krieg, die Amis landen auf dem Mond und wir Deutschen schunkeln uns den Appleboy in die Birne. Und während man sich in den USA Rattle Welsh in den Spind klebt, gucken wir Lia Wöhr. Für so blasse Bämbelköppe hätte man das Farbfernsehen nun wirklich nicht erfinden müssen. Nein, nein, auf so viel Schwachsinn hab ich keinen Bock mehr. Nicht einmal einen blauen. Kaline, 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 Kaline. Liebe Zuschauer, die Russen sind gekommen. Wir, das heißt General Boris Rubaschkin und ich, haben in Absprache mit der neu angetretenen sozialistischen Regierung Deutschlands diese bourgeoise Blaubock-Veranstaltung infiltriert und von hier aus unbemerkt unsere Truppen in ganz Hessen einmarschieren lassen. Sollten Sie Fragen haben, so richten Sie diese bitte an Ihren freundlichen sowjetischen Besatzer in Russisch oder Hochdeutsch. Wer weiterhin hessisch babbelt, wird, auch mit Genehmigung von Tovarisch Willy Brandt, standrechtlich erschossen. Tja, das haben Sie nun vom SPD wählen. Dos vidania. Ihre Tochter ist ja schon da. Ach,
Was hat sie sich ausgesucht? So, also da muss ich doch sagen, dass da eine ungeheure Übereinstimmung herrscht. Ja, meine Herren, wenn Sie sich zu Hause auch schon manchmal gefragt haben, was sich da wohl oben so beult bei Ihrer Frau unter den Sachen, jetzt können Sie es sehen. Mit der Wünsch-dir-was-Transparent-Bluse für Leute mit Durchblick. Da lohnt sich sogar bei der eigenen Frau endlich mal wieder das Hingucken. Für den modernen Herrn von heute natürlich auch als Hose lieferbar. Da weiß man wieder, was man hat. Samstag, 25. Januar, 19 Uhr, 30 Minuten und 49 Sekunden. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu Ihrer deutschen Hitparade aus unserem Berlin. So, meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Sie haben eben eine andere Uhr am Anfang gesehen. Es wird Ihnen doch aufgefallen sein, dass bei dieser Uhr, die Sie ständig gesehen haben, nämlich ganz genau 65 Mal, die Sekunden fehlten. In diesen Augenblicken der Sekunden vor der Sendung, vor Start der Sendung, stand unser Produktionschef, unser Eberhard Klein, neben mir und sagte, 15 Sekunden. Und da habe ich ganz schnell gesagt, 16 Sekunden. Na, dufte Dieter, du alter Schelm. Und damit guten Abend aus Berlin an diesem historischen Tag, an dem ihr ZDF, das zukünftige Digitaluhrfernsehen, für Sie daheim an der Glotze den großen Schritt nach vorne wagt und die Science-Fiction-Wahrheit werden lässt. Willkommen im digitalen Zeitalter. Sehen Sie schon heute hier die Oldies von morgen und klatschen Sie mit bei Klapsmühlenschlagern der Gegenwart, die so beknackt sind, dass sie in 20 Jahren bestimmt schon wieder als Kult gehandelt werden. Halten sich für die Welt. Oh, wir sind sie klug. Für sie gilt nur das, was ihnen gefällt. Welch ein Selbstbetrug, was überall auf dieser Welt den Menschen Freude macht. Darüber öffnet sie doch nur die Nase. Auf das Getue sagen wir, Freunde, nun ist mal genug. Wir lachen uns das Lispeln nicht verbieten, vom Zahnarzt nicht und von der Polizei. Schönen guten Tag, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen. Ich heiße Tina, meine Schwester heißt Mary Rose, meine Mutter Black Beauty und ich wollte Ihnen allen nur sagen, ich lasse mir das Singen nicht verbieten, von keinem Menschen. Und zwar, weil es mir Spaß macht. Auch wenn die Zunge manchmal zwischen den Vorderzähnen stecken bleibt. Das macht nichts. Also, bis zum nächsten Mal. Ich muss zurück in den Stall. Weiter mit der Startnummer 7. Oh, wie das hakt. Jeder nimmt sie die Kung-Fu-Leute, um jede Tritt zur Seite. Die Mechanik der Kung-Fu-Leute, so man sie jemals reiten. In den Straßen von Hong Kong sieht man Männer hier und dort. Und sie spielen Kung-Fu, das ist eine Art von Sport. Sie sehen sich lange an. Plötzlich heben sie den Arm, wie ein Blitz zu deiner Hand, schon liegt einer an der Wand. Yeah. Wow. Oh, wow. Bitte entschuldigen Sie, mein Name ist Kwai Chang Kalk und ich weiß, Kung Fu sollte man nur zur Verteidigung anwenden. Aber das eben war reine Notwehr. Hätte ich diesen Huggy-Bär-Verschnitt aus der Sesamstraße hier weiter stammeln lassen, dann hätte der lila Spasti noch die gesamte kämpfende Zunft Asiens lächerlich gemacht. Und außerdem, auch wenn wir gerade das Jahr der Frau haben, ist das noch lange kein Grund, seiner Schwester den Hosenanzug aus dem Kleiderschrank zu klauen. Samstagabend in unserer Straße, Samstagabend in unserer Straße, Samstagabend in unserer Straße. Unsere Straße ist am Samstagabend immer was los.
wenn in den Häusern die Lichter angehen, kommen sie raus. Die rumänischen Warzenmännchen, denn im Hellen trauen sie sich nicht. Okay, verständlich ist das. Sie sind mit Plateausohlen höchstens 1,40 Meter hoch, haben alle solche knorpeligen Schönheitsfurunkel wie die Kröte in den Lurchi-Heften und tragen diese Tuntenjäckchen von der Karnevalseite im Versandhauskatalog. Und wenn Samstagabend ist, kriechen sie alle aus ihren Gullis und fangen an zu singen. Ein schreckliches Schicksal. Keiner weiß genau, wie es dazu kommt. Doch eins ist sicher. Schluckimpfung ist süß. Schlagersingen ist grausam. Ich auch eine. No, you hold it too, like this. Also er bittet alle daheim, sich jetzt sehr zu konzentrieren, wenn sie mitmachen wollen. Uhren in die Nähe des Fernsehgeräts zu legen, Löffel oder Gabel und die Gabel oder Löffel so anzufassen, wie wir sie jetzt angefasst haben. What hand do you feel more power? Was fühlen Sie jetzt, fragt er Ihrer Bea. In the right hand, take this down. Please tell the audience to be with me now. They must want it to bend. Also er bittet noch um Hilfe, er bittet um Sympathie, er bittet um Unterstützung durch Sie, meine Damen und Herren, auch durch Sie, meine Damen und Herren, hier in der Halle. There is no, actually no heat. Oh, yes. You feel? Yes, I feel. Let me rub it. Ist überhaupt nicht warm geworden und ist weich wie ein Plastiklöffel. Ich glaube, Sie können das deutlich sehen, auch daheim. Please. It's like there. Okay. Jetzt, Sie müssen sich konzentrieren, please. You must mitmachen, ja? Yeah? You must make with, okay? Yes. Ich werde nun this Eisenknüppel machen, weich wie einen Butter, okay? And you must send me your help. Think. You must all think. Think weich wie Butter. Butter. Butter, or if you are on a diet, think margarine, okay? Rayma, Florasoft, okay, Florasoft. Ja, wenn Sie zu Hause sich nicht konzentrieren, ich kann nicht arbeiten, I'm sorry. Summer's gone. Must go, and I must cry. But come back when summer's seen all my soul. Or when the bad. Auch wenn die letzten Jahre uns eigentlich nichts als Katastrophen beschert haben, ein debiler Erdnussfresser mit Bibergebiss wird US-Präsident, der dicke Elvis nippelt ab, reihenweise Päpste kippen vom Heiligen Stuhl. Ab und zu sieht man doch mal etwas Positives. Wie zum Beispiel diese adrette Familie irischer Gastarbeiter. Nennen sich das Kelly-Rudel oder so ähnlich. Und während man anderswo dieser Tage die Kinder in Retorten züchtet, wird in der Familie noch schön alles selber gemacht. Vorbildlich, sind brav und höflich, nicht immer nur am Betteln wie die Waltons, jammern auch nicht, wenn sie mal keine Wohnung haben und ein bisschen draußen stehen müssen in unserem schönen Land. Und vor allem sauber. Nicht wie früher dieses miefige Hippie-Geschmuddel, sondern geleckt bis zum Scheitel, als ob die Persil gefressen hätten. Ich sag's Ihnen, aus denen wird mal was. Ich habe eigentlich Steuern gelernt, Steuergehilfin. Sie machen auch die Steuererklärung? Ja, ja, das ist ganz nützlich. Ja, Sie können sich auf Sie verlassen. Immer in dieser Sache jedes Mal. Also Sie machen die Steuern? Ja. Was macht er? Ja, er tut ein bisschen anrufen, eigentlich das andere. Engagements. Ja. Engagement managen, das Ganze, Termine herbringen, Auftritte etc., was halt so alles ist. Ein Jodler noch vielleicht zum Abschluss und dann wollen wir raten. Ein wir machen, ja. Hola, die, die. Diese Terrorismuswelle bei uns denn nie auf? Bader Meinhof sind endlich gefasst. Gerade ist etwas Ruhe und Stille im Staate eingekehrt. Da kommen diese jungschnöseligen Bayern-Punker, Marmelade und Michael, und jodeln gegen das Establishment. Und das auch noch gerade bei Dalli Dalli, der zackigsten Spielshow im Programm. Mit Hänschen Rosenthal, dem am höchsten springenden Moderator Deutschlands, Oscar, dem infantilsten Schnellzeichner westlich des Kindergartens und den knorkesten Musik-Experten unserer Tage. Applaus.
lady, 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 hey, lady, lady, ho. Hey, lady, 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 hey, lady, lady, ho. Hey, lady, 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 hey, lady, lady, ho. Hey, lady, 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 hey, lady, lady, ho. Sehr schön, nun die erste Strophe dazu. Der Vater sprach zum Fritzchen klein, hey lady, lady ho. Der Storch biss der Mama ins Bein, hey lady, lady ho. Drauf sprach der Fritz, das ist gemein, hey lady, lady ho. Wie kommt so ein Storch in den Kreissaal rein, hey lady, lady ho. Es waren mal drei doofe Sänger, hey lady, lady ho. Zwei kurz und dick und einer länger, hey lady, lady ho. Sie wollten gern viel Kohle machen, hey lady, lady ho. Doch wer sie sah, fing an zu lachen, hey lady, lady ho. Der eine wurde reich und mächtig, hey lady, lady ho. Die anderen blieben arm und schmächtig, hey lady, lady ho. Wie das wohl ging, wollt ihr jetzt wissen, hey lady, lady ho. Ich hab die anderen zwei beschissen, hey lady, lady ho. Hey lady, 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 hey lady, lady ho. Aufpassen, dass die Wurst nicht zu dick wird, dann kann man sie nicht mehr abdrehen, ja? Ja. Also so rausziehen und nachschieben. Hoffentlich. Sie selbst ab, oder wie? Nein, nein, probieren Sie mal Ihr Glück und denken Sie dran, es könnte platzen, dann ist aus. Schön vorsichtig. Meine, Achtung. Ja, dann. Ja, deswegen haben Sie ja die Schürze, falls was passiert. Naja, das macht ja nichts. Achtung. Ja. Na, nicht gleich alles mit einmal runterschieben, dann ist weg. So nach und nach. Schade. Ja. Dalli. Moment. Fertig. Was mache ich mit der Hand? Der will nachschieben. Ja, gut, Achtung, mal so ein bisschen nachschieben. Dalli, langsam bitte. Dalli, Dalli. 30 Sekunden. Vorne schieben. Nicht so schnell. Ja, weiter und hinlegen schon. Ja, sehr gut, wie Sie würzen. Jawohl, liebe Zuschauer. Auch die beiden Kassler-Drillinge sagen Ja zur deutschen Wurst. Denn Fleisch ist ein Stück Lebenskraft. Naja, vielleicht nicht gerade für das Schwein, aber für uns halt. Wenn das Zeug in Ordnung ist und nicht irgendwie verstrahlt oder mit Östrogensen drin sind oder so. Und nicht nur alte durchgedrehte Brötchen in der Pelle sind. Aber so etwas kommt natürlich nicht vor bei uns Metzgern, Meisterleute. Wir garantieren, unsere Würste sind alle selbst gedrückt und von zuverlässig zarten Frauenhänden abgebunden. Fleisch von glücklichen, dummen Schweinen aus Deutschland. Wer das frisst, hat selber Schuld. Sind Sie Mitglied in einem Verein? Gewesen, als Kind, ja. Stammtisch, Sport. Haben Sie einen Stammtisch? Nein, nein. Gar nicht. Sie sind also zu Hause, gucken viel fern. Ja. Noch ein Hobby? Ja, viel fern, ab und zu mal, nur je nachdem. Man pickt sich die Sachen raus, die interessant sind. Ja, dann picken Sie sich mal jetzt hier die richtigen Fragen heraus. Oh. Hier müssen Sie mischen. Versuchen Sie es mal. Dann hier wieder stoppen. Und jetzt ziehen. Hoffentlich. Es sind sehr viele Kugeln mit einem G. Ich möchte das Ihnen zeigen. G bedeutet, die nicht winken. Sie sind in einer Großstadt. Das kann man doch nicht machen. Ich weiß genau, dass viele zu Hause sagen, na, das machen wir nicht. Also wirklich, winken in einer Großstadt, das ist nicht schön, ne? Stellen Sie sich doch mal vor, die winken alle zurück in so einer Großstadt. Plötzlich wedeln Tausende von Leuten mit den Händen in der Luft. Der Verkehr bricht zusammen, die Fließbänder stehen still, die Wirtschaft kollabiert. Nur weil einer gewunken hat in einer Großstadt, ne? In einer Kleinstadt, okay, da ist das in Ordnung, da kann nicht so viel passieren. Da gibt's höchstens einen Tengelmann-Laden und ein paar Schülerlotsen. Aber in einer Großstadt, in so einer mittleren Stadt, gut, da vielleicht noch mal, so ab und zu, ganz vorsichtig, aber nicht in der Großstadt, ne? Das geht nicht, dann bricht ja die Anarchie aus, wenn da alle winken würden, in so einer Großstadt, ne? Aha, aha, aha. Aha. Der Kalk. Bobby,
Doof. Wissen Sie, ich bin kurz davor zu verzweifeln. Das Fernsehen kommt mir langsam vor wie eine Art intellektuelle Neutronenbombe. Der Kopf bleibt stehen, aber das Gehirn schmilzt weg. Selbst die Sendungen, von denen man eigentlich ein bisschen Verstand erwarten könnte, werden von Mal zu Mal blöder. Zum Beispiel Bio, alias Dr. Alfred Biolek. Ein Doktor, also quasi ein Arzt, der könnte helfen, uns zu kurieren. Aber stattdessen singt er Pöterlieder mit den Wiener Sängerwürstchen. Wirklich, es ist höchste Zeit, dass endlich das Privatfernsehen kommt und wieder etwas Niveau in die Medienlandschaft bringt. Freunde, willkommen bei Disco 80. So sieht also das neue Jahrzehnt aus. Na super! Heimorgelgepieper aus der Maschine und vollgepinselte Frauen in bunten Müllbeuteln, die dazu den Hampelmann machen. Was für ein Mist! Da ist man gerade glücklich, die widerlichen 70er ohne Geschmackstrauma überstanden zu haben. Und dann geht der ganze Scheiß noch schlimmer weiter als vorher. Und obwohl Ilja Richter jetzt doch auch schon an die 60 sein muss, er labert immer noch denselben Mumpitz wie früher. Tja, und hier ist sie nun. Ja. Die absolute Hauptgewinnerin des ersten Preises. Heute bei uns in der Disco. Licht aus! Wow. Spot on! Ja, Sigrid von Schamowski aus Heizenberg. Da ist sie, ja! Liebe Sigrid, herzlich willkommen bei uns. Und anlässlich der 70. Disco überreiche ich dir jetzt ein Geschenk mit zwei Seiten. Auf der anderen findest du nämlich eine Eintrittskarte für die 700. Disco. Das wäre am 24. November um 19.30 Uhr im Jahre 2026. Hast du da Zeit? Ja, ich schon. Aber ob Iltis Richter da nochmal aus dem Altenheim gelassen wird, möchte ich doch bezweifeln. An dem Tag ist nämlich gerade die jährliche Dieter Thomas Heck Gedächtnistombola mit Heizdeckenflohmarkt und Fertigkuchenbuffet. Und Opa Ilja darf dann immer das Schlagfit anrühren. Aber nur wenn er verspricht, nicht wieder auf der Toilette Licht aus, Wurm, Hose voll zu spielen. Und vor allem nur, wenn er mindestens 4 Wochen keine gesungenen Sketche mehr aufführt. Herzlich willkommen, Berti Vogt. Ich höre, du singst wunderbar. Ja, selbstverständlich, als Spitzensportler, na klar. Dafür bist du sicher als Künstler, sportlich auf Zack. Enorm, ich such sogar neue Formen, zum Beispiel Fußball im Frack. Und was willst du damit bezwecken, komm, erzähl mal. Das sieht ja aus wie ein Länderspiel, der Oberkellner. Nein! Halt aus, Abpfiff, rote Karte. Diese Nummer ist nicht nur ein grobes Foul, sondern böswillige Körperverletzung. Auch wenn der Berti da steht wie Schneewittchens siebter Zwerg bei der Konfirmation, da kenne ich kein Mitleid. Der singt ja wie Beckenbauer mit Hodenzerrung, da platzt einem doch das Glasauge. Also Vogts, du bist noch im Wachstum. Okay, da bin ich mal gnädig und geb dir nur die rote Karte und hau dir keinen in die Fresse. Aber dafür such du dir mal schön einen anderen Job. Werd von mir aus Kanzler, Bundestrainer oder Fußpfleger, aber untersteh dich, im Leben auch nur noch eine einzige Note zu singen. Klar? Sonst zeige ich dir mal, wie klein man wirklich werden kann. Ich möchte ja nicht
böswillig erscheinen, aber mal ganz ehrlich, unter uns, wie gut, dass wir die Mauer haben. Schauen Sie sich doch nur mal an, was da drüben so rumläuft in der Ostzone. Schwabbelige Lockensaurier, die Stimmungslieder singen und dabei versuchen zu fliegen. Sowas wie den habe ich das letzte Mal im Naturhistorischen Museum gesehen, mit Bärenfell und Keule hinter Glas. Ein Glück, dass wir vor sowas hier noch sicher sind. Ich mag Lino Ventura, Mama und Papa, jeden Zirkusklon, meine Tochter, meinen Sohn. Ich mag Quartflieg, wenn er liest, Regen, wenn er gießt. Kaffee von Caro, allein sein auf dem Klo. Ich mag meine Nachbarn stören, mich im Radio hören, ganz viel Fernsehen schauen, kleine Kinder hauen. Ich mag Lieder ohne Sinn, mein zweites Doppelkinn, Beate Use ihren Versand, meine rechte Hand. Ich mag Frauen mit langen Haaren, lass gern im Fahrstuhl einen fahren. Ich mag Leute so wie mich, aber vor allem gar nicht dich. You're my heart, you're my soul. I'll be holding you forever. Stay with you together. You're my heart, you're my soul. Mal, Dieter, geht dein Instrument? Nein! Vielleicht sollten wir doch lieber live spielen, was? Kannst du denn singen? Nur beim Föhn. Aber du hast schöne Haare, Thomas. Ganz anders als die anderen Jungs. Du, Dieter, hast du eigentlich eine Freundin? Nein! Aber wenn ich mal heirate und die Alte kann ich anständig kochen, dann gibt's aber. Ach was, wozu brauchen wir denn Frauen, hä? Wir haben doch uns, nicht wahr, Dieter? Nenn mich Nora, so nennen mich meine Freunde. Ich glaube, das ist der Beginn einer wunderbar zärtlichen Freundschaft. Jau! Wenn die Hilfe brennt, das Bild.